Moin, moin, Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und den News in kurz. Da kaufe ich mir die AXCG 737, lade sie in den Sim und freue mich drauf, das Ding endlich fliegen zu können. Ja, und dann geht sie nicht. Dieses Problem habe aber nicht nur ich, sondern eine ganze Menge andere Leute anscheinend auch. Interessanterweise allerdings wiederum nicht alle und das macht das Ganze dann ein wenig komisch. Um das Ganze mal ein bisschen weniger kryptisch zu formulieren, sollte ich vielleicht anmerken, dass es dabei um ein Aktivierungsproblem geht. Was exakt die technische Beschreibung von diesem Problem ist, das kann ich euch leider nicht sagen, davon habe ich nicht ausreichend Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas mit dem Aktivierungsmanager los. Ich meine, Gizmo heißt der, wie auch immer, der hat jedenfalls irgendein Problem. Und das verhindert bei einigen, aber nicht allen Leuten, dass der Flieger richtig aktiviert werden kann. Und wenn man den nicht richtig aktiviert kriegt, dann kann man den halt auch nicht benutzen, weil der Flieger denkt, er sei nicht aktiviert und deswegen nicht benutzbar ist. Das ist jetzt eine ganz tolle Situation, denn wir haben Geld dafür bezahlt. $14,95, also umgerechnet ca. 14 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist natürlich schon ätzend, wenn du Geld für ein Produkt ausgibst und dann funktioniert das nicht richtig. Noch viel interessanter finde ich da die Tatsache, dass das nicht bei allen auftritt. Nachdem ich zumindest so ungefähr rausgefunden hatte, was nun eigentlich das Problem war, hätte ich gedacht, dass eigentlich alle das haben müssten oder zumindest die Mehrheit, aber das stimmt nicht. Was auch immer das Problem am Ende nun ist, Fakt ist, ich kann den Flieger nicht fliegen und einer Menge anderen Leuten geht's genauso. Das finde ich ziemlich ärgerlich und noch viel ärgerlicher ist die Tatsache, dass wir jetzt erst einmal warten müssen, bis AXCG einen Hotfix rausgebracht hat, der dieses Problem irgendwie behebt. Da stellt sich natürlich die Frage, ob der Developer überhaupt weiß, dass es ein solches Problem gibt. Und ich denke eigentlich schon, denn zumindest ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, als das bei mir aufgetreten ist und ich so ungefähr wusste, was es war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass andere Leute das auch gemacht haben. Eine Antwort darauf habe ich allerdings bisher noch nicht erhalten. Ist natürlich die Frage, wann das kommt bzw. wann sich AXCG damit beschäftigt. Ich persönlich erwarte von AXCG, dass sie sich zeitnah darum kümmern, und zwar am besten diese Woche noch. Immerhin haben wir Geld für dieses Produkt bezahlt, und da können wir auch erwarten, dass es richtig funktioniert, und zwar von Tag 1 an. Aber wie sieht das bei euch aus? Habt ihr die AXCG 737 für den X-Plane 12 in der neuen Version gekauft? Habt ihr auch Probleme damit? Schreibt eure Erfahrungen doch einfach mal in die Kommentare. Lasst die Tasten glühen, ich freue mich drauf. Der Developer Polystorm3D hat Cockpit-Texturen für die 787 von Asobo veröffentlicht. Diese Texturen sollen die Standardversionen ersetzen, deutlich besser aufgelöst sein und einen höheren Realismus bieten. Abgesehen davon sollen sie aber nicht nur für die Standardflieger, sondern auch deren Derivate verfügbar sein, so zum Beispiel die Kuro 787. Man soll sie zudem einfach installieren können, indem man den heruntergeladenen Ordner ins Community-Folder verschiebt und die Texturen damit installiert hat. Falls euch das interessiert, könnt ihr ja mal auf SimMarket vorbeischauen. Dort kosten sie ca. $12,26, was umgerechnet ungefähr 11,50 € entspricht. Die FSS E-Jet-Familie im MSFS hat ein Update erhalten. Genauer gesagt geht es eigentlich um die E-175, denn die ist von Flight Sim Studio schon vor einiger Zeit veröffentlicht worden. In einer Beta, muss man allerdings dazu sagen, in der diverse Funktionen leider noch fehlen. Das Update bringt die Flieger nun auf die Version 0.9.17. An der Early Access bzw. Beta-Version ändert das allerdings nichts, am Inhalt soll aber schon etwas passiert sein. Der Entwickler gibt an, man habe diverse Sounds geändert. Dazu gehören angeblich Triebwerkssounds, die der GPU, APU und vor allen Dingen die in der Kabine. Man habe außerdem dafür gesorgt, dass es nun Green Dot Speeds gebe und eine neue GPU mit einem Modell hinzugefügt. Außerdem hat der Entwickler bekannt gegeben, die Häufigkeit der Updates anpassen zu wollen. Von zweimal wöchentlich möchte man sich auf alle 3 bis 4 Wochen vertagen. In dieser Reihenfolge sei es möglich, den Umfang der Updates zu erhöhen, also mehr reinzupacken, und sie qualitativ hochwertiger zu gestalten. Im Endeffekt bringe dies auch Vorteile für weitere geplante Features, so zum Beispiel den Custom-Autopiloten, LNAV und VNAV, die laut Entwicklerangaben eine deutlich höhere Entwicklungszeit und mehr Aufwand benötigen und mit dem derzeitigen Rhythmus nicht leistbar seien. Laut Entwicklerangaben verbleibe der Flieger weiterhin in der Early Access. Wann sich das ändert, sei nicht absehbar.
Auch die Roadmap, die man auf der Entwickler-Homepage abrufen kann, gibt dazu leider überhaupt keine Auskunft. Das Ding ist sowieso ein bisschen nichtssagend, denn es zeigt nicht wirklich an, was noch geplant ist, sondern nur das, was bereits veröffentlicht wurde. Und für das Changelog, was im nächsten Update kommen soll, steht da Changelog in Progress. Ich habe euch das Ganze aber mal in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr draufklicken und euch selbst mal ein Bild machen. Am Ende zählt aber natürlich eure Meinung. Ich würde also gerne wissen, was ihr von den Fliegern für den MSFS haltet. Habt ihr sie euch geholt und welchen Eindruck habt ihr davon? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Lasst die Tasten glühen, ich freue mich drauf. Und damit sind wir für dieses Video auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt einen schönen sonnigen und warmen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.